nicht wieder mich als erstes töten. Aber nur, weil wir gerade noch Raid bekommen haben. Bitte nicht wieder mich als erstes töten. Danke. Danke, danke, danke. Crewmate. Mich auch nicht, bitte. Wieder Crewmate, jetzt kann ich wieder als erster sterben. Ja? Ach so, werden wir das... Okay. Jetzt kann ich wieder als erster sterben. Das ist meine Profession hier. So muss das sein. Ich muss als erstes gekillt werden. Sonst ist das keine richtige Imposter-Runde. Keine richtige Among Us-Runde. Und ich nicht als erster gekillt werde. Oder wenigstens als zweiter. Na komm, Zari. Warum fake ich hier eine Task? Ich bin noch zu blöd. Admin, kann mich jetzt mal jemand killen? Das wäre schon nicht mehr normal. Da fühle ich mich doch nicht mehr vollständig, wenn ich hier nicht als erster sterbe. Ist doch hier keine gute Runde mehr. Na komm, Charlie. Nee, Zari ist in der Nähe. Geht nicht. Los, ab an der Elektriker. Ich geh sterben. Todeszone Elektriker. Und hier die nächste Task hier. Die gute Nacht. Die wird gleich ausgewählt, weil ich da jetzt ein Poster verdächtigt werde. Obwohl ich Crewmate bin. Ach komm! Als ob ich hier so lange brauche für. Nein! Jetzt wird es hier wieder dunkel. Ich stehe da am Eck. Nicht fixen gehen. Mag mich einer killen. Ich lebe noch. Na komm, Gizi. Keine Poster. Noch bin ich nicht tot. Brink. Ich mache hier meine Tasks. Navigation ist wieder hoch. Oha. Ist der gerade gewendet? Der war doch vorher noch nicht da. Der Weg. Der hat mich nicht umgebracht. Oh ja, Glück, dass mein Download noch fertig geworden ist. Ich lebe noch. Babom. Charlie? Ich lebe noch. Ja, bitte. Ja, okay. Ja, alles gut. Das verwirrt mich stark, dass ich noch nicht tot bin. Ja, mich uns auch. Uns auch, Zwerge. Ja, auch. Rumgelaufen. Okay, Gachi, erzähl. Okay, also ich bin gerade eben von Upper Engine runtergelaufen zu Lower Engine und mitten im Gang von Lower Engine zu Electrical lag die Leiche, also ziemlich genau in der Mitte. Ich habe aber noch Lenny direkt aus Electrical rauslaufen sehen. Ja, weil die Tür gerade zuging, bin ich jetzt ist er wieder auf. Ich habe die Leiche auch gerade noch gesehen. Okay. Sky? Ich wollte dich jetzt mal erzählen lassen. Du bist doch auch noch unten links gelaufen vorhin, oder? Wo warst du dann? Ich habe nichts gesehen. Ich war einmal noch in Reactor drin, habe geguckt, ob da eine Leiche liegt, weil ich da relativ lang jemanden durch Admin gesehen habe. Da war ich halt komplett gar nicht. Ansonsten habe ich aber Ausrichten gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Fuel jetzt schon gemacht habe. Aber ich muss auf jeden Fall. Darf ich eben noch am Benzinkanister, weiß ich noch. Ich bin wieder runtergelaufen. Also da war die Leiche noch nicht. Nee. Sag jetzt nicht Zwerge. Ich habe hier schon das gehört. Wer war in Navigation eben gerade? Ich war gerade in Navigation. Da kam ich gerade raus. Ja. Ja, dann kann ich dir, wenn niemand anderes das sagt, dann kann ich dir ein Alibi geben. Also, weil der war, also ich habe den Punkt auf dem Admin-Table in Navigation gesehen. Ich habe also Charlie zwei. Und Anno, glaube ich, gerade noch in Admin. Ja, Admin waren wir. Aber ich war da mit wem anderen, aber Vic war mit mir in Navigation. Wir waren beide in Admin sind und den Tisch getänzelt. Ich war zu zweit mit dem Vic in Navigation, der müsste mich dort gesehen haben. Ja, vorher waren ja voll viele auch in Admin noch. Ich weiß gar nicht mehr, das ist ein bisschen her wieder, aber... Also gut. Charlie hatte ich jetzt als letztes noch in Storage gesehen und jetzt bin ich auch weggekommen und mach Download. Oder hab gerade Download gemacht. Das ist Skybreaker und Charlie sind in Storage, aber davor war dann die Leiche noch nicht.
Das ich war in Electrical, die Tür war zu. Also wenn es... Tür oben nach Cafeteria war auch eine Zeit lang zu. Ich glaube, da war Zeri Trap. Ja, ich war eingesperrt. Darf ich kurz mal was fragen? Ja. Habe ich das falsch gesehen? Arno, du warst nicht mit Draki in Reactor. Glaube nicht. Also ich weiß dann nicht. Dann ist es hellgrün gewesen. Ich habe nur grün gesehen. Ich ging in Reactor rein, sie gingen beide raus, glaube ich, nach unten und dann, ja. Kann ich sogar sagen, Self-Report. Ja, glaube ich nämlich auch. Also wenn es ein Reaktor war, dann habe ich... Auch wenn es sehr unlucky wird, ja, dann bin ich jetzt in der ersten Runde voll gestorben. Die Sache, echt, dann muss es ein Self-Report sein. Ja. Also wenn es ein Reaktor war, dann war es wirklich... Sie gingen zusammen aus Reaktor raus und jetzt ist jemand tot von ihnen. War die Frage an Eve gerichtet? Ich habe halt nämlich auch jemand anderen da gesehen. Oh, Drachi. Nein, Mai, bitte mal. I don't know. Also ob das richtig war, weiß ich halt auch nicht. Ich habe natürlich geskippt. Ich wusste es nicht. So, weiter überleben. Jetzt habe ich den Überlebensdrang. Jetzt ist er wieder dran. In der ersten Runde würde ich nur sterben. Jetzt mache ich hier wieder meine Tasks. Jetzt versuche ich zu überleben. Oben übrig. Ich gehe jetzt erstmal zu Weapons. Ne, ich gehe erstmal durch Cafeteria und dann zu Medbay. Könnte mir auch als schlecht ausgelegt werden, aber. Oh, Kacke. Skybreaker ist da. Nein! Nicht töten. Kenny Virus. Kenny Vent. Oh, Mensch. Oh. Das ist der Zarrige. Ja. Wo? Wieso? Was? Wo? Wann? Wie? Ich hab Zwergi gerade eben noch oben aus Cafeteria rauslaufen sehen, in Admin rein, glaube ich. Wo nee, ich bin aus jetzt? Admin in Cafeteria und dann oben bei Medbay. Also Vic und ich sind jetzt gerade die ganze Zeit auf der rechten Seite umhergelaufen, dann ist Vic jetzt gerade in Medbay rein und ich jetzt in Upper Engine. Also in Medbay bin ich ganz in der Nähe von... Ich bin ganz in der Nähe von Vic, also ich bin noch nicht in Medbay, aber kurz davor. Aber wollte gerade rein. Das ist so, also Zwergi, du warst halt wirklich nicht kurz davor, so. Ich bin gerade in Cafeteria rein, ich bin gerade kurz aus. Ich hab Zwergi gekreuzt, als ich von Cafeteria runterging Richtung Admin. Ist doch so. Stand er also vor der Cam. Lenny, Pink und ich waren in Cafeteria eingesperrt. Ja, so, ja, das stimmt. Danach, also das Ding ist halt, was ich gerade ein bisschen komisch finde, also ich stand gerade an den Cams, ganz kurz. Ja, als die Tür wieder aufging, bin ich zu Cafeteria rein. Wait, du warst... Lasst euch ausreden. Und ich war vorher nochmal in Reactor und hab Zwergi dann noch gesehen, bevor ich zu Camps gegangen bin. Wo liegt die Leiche jetzt? Hä? Charlie? Ja. Charlie? Wann warst du in den Camps? Jetzt gerade. Okay, aber dann... Ich hab wirklich... Wie lange davor? Bitte? Wie lange warst du davor in den Camps? Also jetzt so, sag mal, ungefähr... Nicht lange tatsächlich, 5 Sekunden. Okay, und du hast Zwergi noch gesehen, bevor du jetzt in Dings reingelaufen vorhin, bist? Vorhin. Ja, da kenne ich doch wieder am anderen Ende der Map. Ja, aber das kann ja fast nicht sein. Zwergi war wirklich auf der anderen Seite der Türe bei Zwergi Admin auf der Kreuz. Bei Admin, ich denke, du willst ihm jetzt gerade irgendwas in die Schuhe schieben. Nee, ich habe Skybreaker bei... Ich war mit Skybreaker bei Admin. Zwergi, frag doch Zwergi selber, Alter. Er war doch gerade da. Ich war mit Skybreaker bei Admin und bin dann, als die Tür wieder aufging, rein in Cafeteria. Ja, jetzt gerade vielleicht, aber... Gerade eben. Zwergi, wo warst du so vor 15 Sekunden? Also ich bin an Electrical vorbeigelaufen, bin dann zu Skybreaker hoch bei Admin und bin dann durch die... Ja, logisch. Vom Reaktor. Ich war vom Reaktor runter und dann dort den ganzen Weg nach oben. Wartet mal kurz. Zwergi, lag bei Lower Engine eine Leiche, als du da lang gelaufen bist? Nee, die muss nach mir gewesen sein. Charlie, wie bist du zu Camps hingegangen? Von oben. Okay. Okay, also Lenny, Vic und Kenny Vance waren... Cafeteria eingesperrt, genau. Und als die Tür links aufging, sind Lenny und ich dann oben links, Lenny ist weitergelaufen zur Upper Engine und ich bin in Medbay. Habt ihr gesehen, dass die Camps an sind?
ich hab das kurz gesehen, als ich Richtung Admin runter wollte und gekreuzt habe. Wir müssen wohl. Leute. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Charlie Zwergi. Ja, jetzt wird die schon wieder. Jetzt wird die schon wieder gewotet. Schön, Charlie. Man denkt, das war ein Imposter. Ich habe auch gewotet für Zwergi. Danke. Dann werde ich mir merken. Jetzt mache ich hier meine. Jetzt bin ich mit Rüdig eingesperrt. Ich habe bei Weapons eine Task. Was mache ich hier? Ich gehe zu Security, dann kann ich umdrehen. Hanum. So nicht. Kann ich den Umweg nehmen? Bei Weapons was oben. Da muss ich hoch. Ich gehe auch hier mal die Umwege. Es wirkt natürlich, wenn ich dann gefragt habe, werde, wo ich war, wo ich lang gelaufen bin, ist das dann extrem sass. Weil ich genau einmal durch die Map gelaufen bin, weil ich einen massiven Umweg durch die Map gegangen ist. Das macht ja keiner. Das macht kein Crewmate. Jetzt werde ich eingesperrt. Oh nein, Charlie, der ist so sass. Der Charlie. Warum der mich noch nicht gekillt hat? Edmund. Jetzt mache ich mal Uploads. Das wirkt jetzt sehr sass. Weil ich nicht rüber renne. Dumm, dumm, dumm. Das hätte eine gute Runde werden können. Das wird ja wahrscheinlich nicht rausgewählt. Medbay, mein letzter Task. Imposter Blut. Das rote Blut ist natürlich das. Das Imposter Blut. Charlie ist so sass. Das ist. Ich kann es natürlich nicht begründen. So lang sind. Oh, Licht fixen. In der Runden. Ich komme dann an und dann ist das schon gefixt. Wenn ihr jetzt tot ist, war es Kenny Lenz. Ne, es ist grün. Wait, what the fuck? Oh, fleißig. What? Also ich war mit Lenny und Kenny Lenz zusammen. Das ist weird. Also ich war gerade bei Admin. Ich war im Admin-Panel, als, Lichter, also als die Lichter ausgingen. Und Arno war eben noch bei mir. Also er stand auch mit beim Admin-Panel. Dann ist er weggegangen und ich bin beim Admin-Panel geblieben. Dann ging das Licht wieder an. Ich bin dann auch raus aus Admin und auf einmal lag er da. Also im Gang, neben Admin, links. Also, ich kann Lenny und Kenny Wenz decken, weil ich war mit denen bei zusammen Licht fixen. Und Charlie war mir schon die ganze Runde verdächtig, weil der ist dort. Ich muss jetzt einfach mal sassen, weil der ist. Ich kann es wieder nicht begründen, aber die, ja, oder er ist. Charlie ist für mich ein. Ist für mich ein männlicher Name, sorry. Sie ist dort die. Ich würde. Ja, Charlie also, und die Schokoladenfabrik. Charlotte. Ich verstehe ehrlich gesagt gerade nicht, warum. Zwergi mich sasst, weil vorhin war ich erstens mit Zwergi und Vic beim Samples in Medbay, hab die dann gerade sogar nochmal abgeholt mit Zwergi, hätte 1000 Chancen gehabt, ihn irgendwie zu killen, er hat mich ganz nett gesehen, so, und war jetzt gerade... Ja, du hattest halt 1000 Chancen, mich zu killen, deshalb weiß ich auch also, nicht so immer. Ich hab Charlie, glaube ich, auch am seltensten gesehen. Also Lenny und Kenny Vance sind es nicht und Vic glaube ich auch nicht, dass das, dann haben wir schon einen Toten, also muss es Charlie sein. Warum? Also jetzt mal legit, was hat denn jemand Skywalker irgendwo gesehen, bevor ich war mit Lenny und Kenny. Vergessenheitsgerät. Hat jemand Skywalker irgendwo gerade eben gesehen gehabt? Ich habe ihn das letzte Mal... Ist der tot? Das weiß ich gar nicht.
keine Ahnung. Nee, oder weg ist es. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang der jetzt tot sein muss. Ja. Aber ich war jetzt halt recht viel auf der. Wo ich den gesehen habe. Also wenn's relativ am Anfang, da ging die Türen zu bei Cafeteria und dann wollte Sky nach oben laufen, um zu gucken, wahrscheinlich, ob bei Cafeteria was passiert ist. Also entweder ist es Vic oder ist es Charlie. Wir anderen drei waren zusammen. Das ist eigentlich ist einfach fast. Aber sicher, dass es ein Zwerg nicht sein kann? Ich war mit Lenny und Kenny zusammen. Also, keine Ahnung, also. Ich habe auch das Licht gefixt und Lenny war vor dem Käse und kam von links. Woher Zwerg am Schluss jetzt kam, als ich das Licht gefixt habe, kann ich nicht sagen. Ich habe den halt auch irgendwie nur aufploppen sehen auf einmal. Das Ding ist, wie war das denn vorhin nochmal mit dieser einen komischen Zwerge-Geschichte, wo das dann halt irgendwie. Das war letzte Runde. Irgendwie aus. Da war noch irgendwas. Irgendwas wollte Skybreaker da noch erzählen, weswegen ich da eigentlich nachfragen wollte, aber dann ist die Zeit nochmal abgelaufen. Ja, ich war dort mit Skybreaker in Admin und bin, als die Tür geöffnet ist, dort und ihr wart schon drüben im Let's Play. Wir müssen halt voten, das ist jetzt halt die Sache, ne? Ich bin für Charlie. Ja. Also ist es. Du bist meistens aus Charlie. Alter, das ist so los. Naja, außer Auswahlverfahren. Oder wie sagt man? Ausschlussverfahren. Oh. Oh, Kacke. Das macht mich jetzt natürlich wieder sass, weil ich direkt hingerannt bin. Nein. Vic ist es. Es muss so doll Vic sein. Oder Lenny hat uns die ganze Zeit getäuscht. Dieser awkward Moment, wo wir dann im da drin saßen und alle. Okay, es ist Ken. Okay, es ist Lenny. Nein, es ist aber Ken. Lenny. Vic ist tot, na dann muss es. Es ist Ken. Es ist Lenny. Lenny. Ich ging zuerst. Wir sind gerade ein Admin gewesen. Ja. Haben beide, und er hat jetzt gerade sich in unseren Stack gestellt und dann einfach mitgenommen. Kann nicht sein, weil Zwergi gab mich, wenn er auch gut geguckt hat, gesehen. Kenny war mit mir gerade eben noch bei Navigations dort oben. Ja, genau, ich ging zu Zwergi. Was ist passiert? Zwerg, wir haben uns vorhin gemeinsam noch gesehen. Du konntest mich prüfen. Über Ken haben wir kaum was sagen. Okay. Ich war doch mit Charlie jetzt einfach auch irgendwann einfach übertrieben. Ich war halt jetzt zuerst bei O2 drüben, wo Zwergi war und dann kam ich rüber oder so. Lenny, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Victory. Das war mal eine gute Runde. Nice. Ich war im Poster so 18 Mal, aber ich hab ein Victory. Ich bin immer noch unschuldig im Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Vote von Zwerge jetzt trotzdem ein bisschen random. Also, ich hab's nachvollziehen. Warum? Mein Fluch ist beseitigt. Ich fast gesehen habe eigentlich dort. Und dann hätte es nur noch ein Self-Report von Vic sein können. Aber Zwerge hat mich genauso oft gesehen wie dich, Ken. Deswegen sage ich. Ja, ich war halt mit Kenny bei Dingens dort, beim Navigation, deshalb war ja. Leute, wartet mal. Zwergi hat eine Runde gewonnen. Ich habe eine Runde gewonnen. Dass er gestorben ist. Der Fluch ist überwunden. Oh mein Gott. Der Fluch ist überwunden, Leute. Ja, GG. Der Fluch ist weg. Ja, war eine geile Runde. Unlucky Tales auf Zwergi sind vorbei. Mitspielen. War wirklich nice. Und ich muss nämlich feiern, Mann, Alter. Ich bin am Arsch. Ich hätte gerne ein bisschen öfter Imposter werden können, aber war gut, ja. So, meine Leute, das war Unlucky Tales of Zwergi. Nächstes Mal wieder. Ich sage euch, ich werde nie mehr eine Leiche reporten. Abstand. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich. Auch Vic, schön, dass du auch mit am Start gewesen bist. Ja, war nice. Gerne wieder. Und allesamt erstmal gute Nacht. Macht jetzt gut. Guna. Gute Nachtchen. Ciao. Nacht. Ciao.